Ich bin Atze, der Buschpirat, und heute geht es um diese Uhr. Ahoi Matrosen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar geht es in diesem Ausrüstungstipp um eine Outdoor-Uhr. Die Uhr ist von Momentum und ich möchte euch die Uhr kurz im Detail vorstellen und dann noch ein paar Sätze dazu sagen, warum ich mich speziell jetzt für diese Uhr entschieden habe. Und ich würde sagen, legen wir los, holen die Kamera her und wir gucken uns mal die Uhr mal genauer an. So Leute, das ist die Momentum Stilix in Silber, es gibt auch eine schwarze Ausführung und hier mit dem grünen NATO-Band. Also gerade die Bänder, die gibt es in verschiedenen Farben, die gibt es noch in schwarz und so gestreift. Dann gibt es die Uhr auch mit blauem Ziffernblatt, also mit dem Hintergrund mit den blauen und mit dem blauen Band. Und dann eben eine komplett schwarz. Gefertigt ist die Uhr rausgefräst aus einem Metallblock und es ist dann so metallisch gebürstet. Also ich finde, es sieht ultra schick aus. Dann hat die Ausführung relativ große Ziffern, die auch nachts leuchten und zwar wirklich angegeben bis 8 Stunden. Und das stimmt auch. Also ich habe oft morgens dann um 5 Uhr oder 6 Uhr noch in der Dunkelheit drauf geschaut und die leuchten wirklich noch. Also die Augen müssen sich ein bisschen dran gewöhnen, aber man kann dann die Zeit ablesen. Wir haben Sekundenzeiger, Minuten-Stundenzeiger und jetzt hier ein bisschen verborgen unter diesem Minutenzeiger ist auch die Datumsanzeige. Mehr hat die Uhr nicht an Funktionen. Sie hat hier das Einstellrad, wo ich dann meine Zeit und das Datum einstellen kann. Und die ganze Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht. Die Batterie wird angegeben mit einer Laufzeit von 2 bis 5 Jahren, also relativ lange. Und sie geht auch sehr genau. Also ich habe die Uhr ungefähr, wie schon gesagt, vor einem Jahr in etwa gekauft und ich habe sie eigentlich noch nicht nachgestellt. Ja? Also die läuft astrein. Das NATO-Band, das wurde im Kalten Krieg entwickelt. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob man das so gut erkennt, es geht unter diesen zwei Stiften durch, bedeutet, wenn mir ein Stift bricht, dann habe ich die Uhr immer noch am Handgelenk. Also sie fällt dann nicht weg. Ich kann auch sehr schnell, kann ich hier dieses Armband auch austauschen. Was sehr gut ist, wenn man es mal wegmachen will, zum Waschen zum Beispiel. Oder aber man kann auch relativ günstig für 15 Euro auch ein Ersatzarmband sich kaufen. Und es funktioniert dann auch sehr gut. Die Garantie beträgt 2 Jahre bei dieser Uhr und man kann nach 2 Jahren diese Uhr dann auch einschicken. Da gibt es dann so, steht in der Garantiebeschreibung, gibt es für jedes Land dann einen Händler, der das macht. Der ersetzt die Batterie, alle Dichtungen, das kostet eine kleine Gebühr und dann habe ich weitere 2 Jahre meine Garantie. Und das kann ich machen, bis ich insgesamt 6 Jahre Garantie voll gemacht habe. Und dann ist die Garantie ausgelaufen. So, zum Preis. Die Uhr kostet, jetzt laut Hersteller, variiert natürlich von Shop zu Shop, 99 Euro. Man kann für 35 Euro Aufpreis Saphirglas nehmen. Das habe ich zum Beispiel gemacht, weil man doch im Outdoor-Bereich öfters mal irgendwo hinstößt und dann hat man nicht so schnell ein verkratztes Uhrenglas. Man kann sich auch für 25 Euro, kann man sich auch die Rückseite gravieren lassen, kann man seinen YouTube-Namen oder seinen Outdoor-Namen oder was man noch immer hat, eingravieren lassen. Dauert dann ein bisschen länger, bis man die Uhr dann bekommt. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht mehr Details zu dieser Uhr. Ich persönlich finde sie ultra schick. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal die Gründe an, warum ich mich für diese Uhr entschieden habe. Das war jetzt die Uhr im Detail. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch ein paar Sachen dazu sage, warum ich jetzt speziell diese Uhr ausgewählt habe.
zum einen muss ich sagen, finde ich die Uhr ultra, ultra schick. Also mir gefällt dieser schlichte Stil mit dem schweren, ja, Metallkörper, mit den großen, großen Ziffern, mit diesem grünen NATO-Band. Und ich habe mir lange überlegt, ja, was will ich von meiner Uhr? Meine ersten Überlegungen waren, okay, ich möchte eine Stoppuhr, ich möchte einen Timer haben, ich möchte klar Uhrzeit haben, ich möchte ein Licht drin haben, am liebsten noch ein Thermometer, Barometer, GPS, bam, 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 bam. Ja. Irgendwann bin ich dann bei der, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, von Garmin, diese Phoenix, also diese Smartwatch, gelandet, die eigentlich alles das hatte und noch viel mehr. Man konnte dann noch so verschiedene Themes draufladen und was weiß ich. Und dann dachte ich mir, boah, so einen fetten Klotz. Ich predige immer, geht raus in die Natur, genießt die Natur, spürt die Natur. Und dann haue ich mir da so einen fetten, großen Computer ans Handgelenk. Dann dachte ich mir so, nee, das ist nicht das, was ich will, ja. Also man ist so viel von Technik umgeben. Ich meine, ich habe hier auch das Kamerazeugs dabei und jetzt dann noch so ein Handcomputer. Nee, das ist zu viel. Dann habe ich so meinen Funktionsumfang, meinen Wunschumfang so ein bisschen reduziert und bin dann ja gut schlussendlich bei irgend so einer G-Shock gelandet, ja. Lange Laufzeit, zuverlässig, alles Mögliche. Aber irgendwie diese G-Shock-Uhren, persönliche Meinung, die gefallen mir nicht. Die sehen zu basic aus. Also das ist irgendwie Manga-Style schon fast. Also gefällt mir einfach nicht. Aber wie gesagt, persönliche Meinung. Und also nichts gegen diese Uhren. Und dann habe ich ein bisschen weitergesucht und bin dann eben schlussendlich auf die Stilix von Momentum gestoßen, die eigentlich ja fast keinen Funktionsumfang hat, habt ihr ja vorhin gesehen. Aber eigentlich genau das macht sie für mich so sympathisch. Es ist einfach nur eine Uhr. Eine Uhr, die tickt, die genau tickt, die ich nachts ablesen kann, die wasserdicht ist, die stoßresistent ist und einfach nur cool, wild, natürlich aussieht. Und schlussendlich fand ich dann auch den Preis wirklich auch überzeugend. Also selbst wenn die mal wirklich kaputt geht, kann man die auch mal ersetzen, ohne dass man dort 500, 600 Euro irgendwie kaputt gemacht hat. Ich mag die Uhr, ein treuer Begleiter geworden, ich schaue sie gerne an, gefällt mir einfach. Und das waren dann so schlussendlich dann die Gründe, warum ich dann gesagt habe, ich brauche keine Stoppuhr, notfalls habe ich das Handy dabei. Aber eine Stoppuhr für was? Ja, also damit ich mein Frühstücksei sekundengenau kochen kann? Nee, das Schöne in der Natur draußen ist ja, dass man die Zeit auch mal vergessen kann. Ja, es muss nicht alles sekundengenau getaktet sein. Ja? Ob es was 5 Minuten dauert, 8 Minuten, 7 Minuten, scheiß doch drauf. Ja? Wir sind hier draußen, um ja auch mal diesem ständigen Ticken ja auch mal zu entkommen. Und ich denke, dass da Ausrüstung ja vielleicht auch dazu beitragen kann. Und bei mir zumindest ist es diese Uhr, die mich einfach auch mal wieder von diesem ganzen Elektro Zeug, ja, wo ich total drauf stehe auch, muss ich zugeben. Aber wenn ich raus in die Natur gehe, will ich davon wegkommen. So weit wie es geht. Ja. Deswegen, mein Ausrüstungstipp für heute ist die Momentum Stilix. Ich bin sehr zufrieden und ihr könnt ja mal in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr so für Uhren habt. Ob ihr auch mit der Uhr schon Erfahrungen gemacht habt. Und ich bin gespannt drauf. Und ja, lassen wir die Zeit ticken. Sie tickt unweigerlich. Deshalb geht raus, ja, genießt die Natur. Jeder Tag ist kostbar und man sollte so häufig wie möglich versuchen, seine Zeit zu genießen. Und die Natur ist ein wunderbarer Ort, um wirklich mal abzuschalten und einfach da zu sitzen und zu genießen. In diesem Sinne, ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Ihr könnt den Kanal abonnieren. Es werden regelmäßig weitere Videos kommen. Auf Facebook bin ich auch recht aktiv. Ich verlinke unten in der Videobeschreibung einfach mal meine ganzen Social-Media-Kanäle. Schaut dort einfach mal vorbei. Und ja, ich freue mich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!